Das war's. Ab Autobahnabfahrt Bautzen ist Schluss. Weiter geht's auf der Landstraße. Wer nach Weißwasser will, braucht Zeit. Oberlausitz, wo Sachsen endet, Polen beginnt und der Tagebau bis nach Brandenburg reicht. Eine Gegend, die mal bedeutend war. Ja, Braunkohle, aber vor allem Glasproduktion. Dutzende Glashütten waren es zu DDR-Zeiten, Arbeit für 10.000 Menschen. Geblieben ist genau eine. 400 Mitarbeiter, 100.000 Gläser pro Tag. Jürgen Keunzer gehört zum Inventar. Seit 38 Jahren ist er Glasprüfer, hat seine Arbeit nie verloren. Das ist selten in der Region. Es gibt wenig Arbeitsplätze nach wie vor. Ja. Und unser Unternehmen ist eigentlich eins der größten hier in der Gegend. Und ja, es gibt zu wenig. Es gibt zu wenig. Wenn man jetzt daran sich erinnert, wir hatten hier früher die Kohle gehabt. Ja. Und geht auch peu à peu zu Ende, geht weg. Und das Glas ist eigentlich noch am beständigsten, was wir hier führen und haben. Weißwassers Scherben. Mit Umbrüchen kennt man sich hier aus. Von 39 auf 16.000 Einwohner geschrumpft, die Jugend abgewandert. Unternehmer tun sich schwer, zu abgelegen ist die Stadt. Bei den Europawahlen bekam die AfD die meisten Stimmen. Die Menschen hier sind verunsichert und das sagen sie ihm auch. Oberbürgermeister Thorsten Pötsch. Die machen eine Blasmusik und alles mögliche. Was soll denn aus der Jugend hier werden? Hier siedelt sich doch keiner mehr an. Naja, zurzeit ist es eher doch so, dass die Firmen, die da sind. So viele Firmen sind ja gar nicht mehr. Sonnabend. Und Sonntag fährt ja keine Stadtlinie. Ja. Kann man das nicht so einrichten, dass ein kleineres Auto eben Sonntag fährt? Wir haben schon mal überlegt, insgesamt kleinere Busse zu machen. Das wäre sehr schön. Und jetzt haben aber der den Auftrag gekriegt hat, sich eben große Busse angeschafft und sagt jetzt, warum soll ich jetzt kleinere Busse machen? Ne? Pötsch ist parteilos, Mitte 40, hier geboren. Einmal pro Woche steht er auf dem Markt, hört zu, schreibt mit. Überzeugungsarbeit für Weißwasser. Wir wollen nicht unbedingt wegziehen, aber wenn dann halt wirklich das Kraftwerk wegfallen sollte, ja, wie es was dann hier noch ist. Dadurch, dass wir eben viele Menschen verloren haben und vor allen Dingen auch junge Menschen, habe ich vor einigen Jahren schon gesagt, wir müssen diesen Fokus dahin lenken. Wir haben dann mit viel Gelächter, muss man sagen, und Schmunzeln von anderen, haben vor einigen Jahren Rückkehrertelefon eingerichtet im Rathaus, eine separate Nummer, und da ruft mal eine Woche lang niemand an, und dann rufen aber auch mal vier Leute die Woche an. Und man sieht jetzt daraus, dass man eben viele Menschen, die erstmal eine Anlaufstelle dadurch haben, eben schafft zu motivieren, eben herzukommen. Rückkehrer also als Antwort auf den Strukturwandel. Pötsch schickt uns zum alten Glasfabrikgelände. Dort bewege sich was, sagt er. Eine Ruine als Kulturzentrum. Das ist der Arbeitsplatz von Patrick Pirl und Anne-Sophie Hussler. Hier in der Lausitz haben wir schon einen guten Hotspot. Unter Mondwerk geht es den Weg weiter zu Andrea. Die beiden waren in Nürnberg, Hamburg, Dresden. Jetzt sind sie zurückgekehrt, wollen hier eine Internetplattform für Camping bei Privatleuten aufbauen. Die Vorstellung von dem, was passieren könnte, ist, dass noch mehr Leute zurückkommen, dass diese Dynamik, die jetzt in den Kinderschuhen steckt, sich weiterentwickelt und man hier Räumlichkeiten hat, sich wirklich zu verwirklichen, die Möglichkeiten bekommt, sich zu verwirklichen, gemeinsam seinen eigenen Lebensraum zu gestalten, anders als in der Stadt, wo schon alles fertig ist, wo vieles gesättigt ist. Zelten vor der Stadt, in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegt ihr Idyll. Wald und Teich, wie es hier Dutzende gibt. Mit ihrer Campingplattform wollen sie auch ihre Heimat sichtbar machen. Das, was es mit sich bringt, eben der Gedanke des Teilens, der Solidarität, der Gastfreundschaft, das ist natürlich ein Bild, was wir gerne überall sehen und verankert haben wollen. Und das ist umso schöner, dass das jetzt hier in der Lausitz so verstärkt ist, was ja oft im medialen Bild etwas negativer gesehen wird. Weißwasser, eine Stadt im Umbruch, mal wieder. Eine, die schrumpfen wird, die hoch verschuldet ist, mit einem Bürgermeister, der auf die Ideen seiner Einwohner setzt. Und Rückkehrern, denen das wie gerufen kommt. Mit Traditionen, die bleiben. Komme, was wolle, sagt der Glasmacher.